Hallihallo allerseits und ein herzliches Willkommen zurück. So, das CNC hat nicht geklappt mit dem Generator. Da müssen wir jetzt Richtung Maschinenraum A. Mal schauen, da hinten geht's raus. Die haben wir gerade erledigt. Muss einmal ganz kurz überlegen. Das war irgendwo... War es nicht hier rechts? Hier, glaube ich, ne? Da geht's nach draußen. Hier hinten ist... Ah! Da müssen wir hier ja wohl irgendwo hin. Ne, kann man auch nicht. Hier geht's nach draußen. Hier geht's nach draußen. So, einer ist weg. Oh, der ist noch Gift. Noch pfeift mal schnell in Medikit rein. So, wo ist der andere? Weil wenn die nicht weg sind, ey, dann... Oder die... Ja, noch mehr. Oh. Ja, komm. Los, 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 da. Boah, verdammt. Jetzt ist auch noch die Waffe leer. Los, komm schon. So, so lange... Oh, nee, da ist noch einer. Na gut, komm mal her. So, vielleicht haben wir da ja noch Munition für. Da haben wir nichts mehr für, oder? Ach Quatsch, nicht am Pflanzenplatz zu weisen. Doch, da haben wir noch. Oh, gibt's doch nicht, doch. So, der ist weg. Mal ganz kurz gucken. Hier, komm her. Den als Platz zuweisen für ihn. Ah, die kann ich wieder nicht hier, oder was? Die will wieder nicht, ey. Ich glaub das ja wohl, ey. Na gut, komm her dann.
So, mir dir hier am Platz zuweisen. Die geht wenigstens. Ein bisschen schwachsinnig hier. Die Schrot. Boah, Junge, war ein Krach hier. Ich muss den da irgendwie ein bisschen weiter weglocken. So, mal gucken, vielleicht bewegt er sich jetzt ein bisschen. Medikit. So, den aber auch weg. Hey, könnte ich hier mal geil hier, Moment mal. Das bietet sich jetzt vielleicht gerade an. So ungefähr. Oh, da hinten kommt schon der nächste. Komm. Der hat ja so ein bisschen so einen Kopf wie so ein Terminator, ne? Da müssen ja irgendwie noch mehr sein. Da hinten kommt einer anlaufen, aber es ist nur so ein kleiner. Da oben flitzt einer. Hey, zappel doch nicht so rum hier. Junge, halt das hier, ey. So, war es jetzt erstmal der letzte. Ups. Ja, nimm mit. Ey, komm. Nur so viel Munition wie irgendwie geht eben. Schnell einmal aufsammeln. Oh nein, da ist noch einer. Einer, da sind sogar noch zwei. Da ist noch so ein kleiner. Auch noch so ein großer. Ja, komm, lad nach, sehr schön. Ja, dieses bescheidene Gift, ey. Mann, jetzt verzieh dich endlich. Sehr gut, den haben wir auch. So, sind jetzt noch mehr. Die haben wir jetzt mal alle soweit schon mal gelootet.
Hey. So, danke. Wenigstens wieder ein bisschen Munition. So, den haben wir auch noch. So, und jetzt gehen wir hier jetzt mal wieder rein. Hoffen wir einfach, dass es jetzt ein bisschen ruhiger ist. Wäre ja cool, wenn wir mal den Kampf verlassen könnten. Das hat da eben ja Gehalt da vorne, ey, in den Eingang. So, hier ging es doch auch nur nach draußen. Oh, ne. Oh, hey, wo kam der denn auf einmal weg? Boah. Da bin ich echt erschrocken. So, hier gibt es eine Fahrradstation wieder. Kannst mir ein Fahrrad spawnen lassen. So, das hätten wir. Er will dahin. Wohin denn jetzt? Ach so, okay. Da war... Ey. Das kommt, weil hier, die Wand vorhin war der noch abgesperrt. Kann sein, natürlich jetzt durch den Generator so ein bisschen, dass jetzt ein Teil der Sachen wieder geht, ne? Ah, es werde Licht. Sehr schön, die Computer booten wieder mit den 128 Kilobyte RAM. So, da ist noch was. Hier scheint ja auch schon so eine Art kleine Kommandozentrale oder sowas zu sein, ne? Oh, Automatgewehr 4. Wir haben allerdings schon 5, ne? Ja gut, komm, mitnehmen tun wir die trotzdem mal. Die können wir dann zerlegen. Da will er jetzt hin. Halt hier ja immer drin, ne? Das ist ja ein Wahnsinn, oh. So, was gibt's hier? Oh, hier kannst du dich wenigstens mal kurz ausruhen. Ein Bettchen hast hier. Auch nicht schlecht. Und eine schöne dicke Tür. Wenn du die zumachst, dann kannst du vielleicht mal ein Auge dicht kriegen, bevor nicht gleich wie ein Robo bei dir um die Ecke steht. Tada, tada. So, hier ist wenigstens mal wieder eine Lagerstation. Das ist schon mal etwas. Soldier, komm in, Soldier. Listen,
Hören Sie, hier spricht Captain Liquis von der F. We are completely grounded over here. Only a single squadron of Roken was able to take off before we lost control of the runway, and we have since lost contact with them. The enemy is... I have never seen anything like it. It's robots. Why the hell did we not know about this from USL? We have retreated to the weapon storage in the underground hangar to retrieve anti-armor weaponry. If we cannot retake the airfield, then we will sabotage it to prevent the enemy from using it as a bridgehead. Power is acting up and we don't know how much time we have. Send assistance if you can, but we won't wait for you. Lindquist out. Aha, siehst du? Also haben die es dann tatsächlich nachher mal gemerkt. Sorken, bitte melden, Sorken. Verdammt nochmal, hören Sie, hier spricht Captain Liquis von der F-23. Wir sitzen hier am Boden fest. Nur ein einziges Geschwader von Vreken hat es geschafft abzuheben, bevor wir die Kontrolle über Landebahn verloren haben. Seitdem haben wir den Kontakt zu ihnen verloren. Der Feind ist, ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen, es sind Roboter. Was zum Teufel haben wir, warum zum Teufel haben wir das nicht von USL erfahren? Rauschen. Wir haben uns zu den Waffenlagern im unterirdischen Hangar zurückgeschlagen, um uns Rüstungswaffen zu besorgen. Wenn wir den Flugplatz nicht zurückerobern können, werden wir ihn sabotieren, um zu verhindern, dass der Feind ihn als Brückenkopf für Verstärkungen nutzt. Die Energieversorgung spielt verrückt und wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Senden Sie uns Hilfe, wenn Sie können, aber wir werden nicht auf Sie warten. Liquis Ende. Ja, gut. Okay. Gut, wissen wir jetzt die Lage zu schätzen. Sie wissen endlich, dass es Roboter waren. Oder wussten es, wissen es, wie auch immer. Was sagt eigentlich unser Inventar? Gewicht. Vielleicht sollten wir tatsächlich jetzt aber irgendwie mal... Hier ist ja nicht so ein Teil zum Zerlegen, ne? Dann kommen wir, dann lassen wir die Schrotflinten und sowas hier. So, wir nehmen nur noch das mit. Munition, die kann eigentlich hier bleiben. Die brauchen wir im Moment nicht. Ich frage es, ob wir nicht, wie heißt es hier, die geile Magnus mitnehmen sollen, ne? Die ist ja schon nicht schlecht, gerade was den Schaden angeht. Da müsste man sich vielleicht mal Gedanken machen. Finde den Flugplatz. Das ist dann so das nächste Ziel, der Flugplatz oder was? Im Blindflug. Ja, gut, das ist da. Das gehört auch zur Hauptmission und da hinten, das gehört zur Hauptmission. Ja, ist eigentlich so die Frage, ne? Man könnte beides theoretisch als nächstes machen. Man könnte weiter in die Richtung gehen. Man könnte natürlich auch hier irgendwo hin zurückkehren. Um dann in den Flugplatz reinzukommen. So, ich will nur einmal ganz kurz schauen, hatten wir hier jetzt eigentlich alles angeguckt? Hier waren wir drin gewesen, da sagten wir, kannst du mal kurz eine Pause machen. Von da sind wir gekommen. Ja, ich glaube, wir haben hier alles soweit, ne? Ups. Hier hinten war ja auch nichts mehr. Hier ging es nur raus. Wir können hier noch einmal kurz nach draußen um die Ecke gucken. Wieso haben wir eigentlich, das habe ich gerade gesehen, hier jetzt in... überhaupt keine Munition drin, so. Aber ja, im genau richtigen Moment hier, wa?
schneit ein wenig. Gut, den haben wir auch. Wer ballert hier jetzt noch wieder rum? Na gut, so. Ich würde sagen, wir gehen ihm einmal hin noch. Tun unsere Taschen... Wer ballert da mal? Ne, wo muss ich jetzt hin? Hier bin ich jetzt da falsch. Und tun unsere Taschen und sowas noch ein bisschen hier ausräumen. Dann können wir das Ganze ein wenig sortieren, bevor wir weiter aufbrechen. So, was haben wir hier jetzt alles für Munition? Die nehmen wir mit, die nehmen wir auch mit. Das ist die Schrotflintmunition, die nehmen wir auch mit. Die Vollmantelmunition auch. Ja, okay, die Munition können wir soweit eigentlich alles mitnehmen, ne? Dann haben wir hier Funkgeräte. Komm mal her, da packen wir mal auf jeden Fall... zwei definitiv von rüber. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man die aufbraucht. Da müssen wir echt mal nach drauf achten, ob die das vielleicht geändert haben. Ghetto Blaster 2, Radio 5. Da könnten wir vielleicht auch mal zwei Stück von rüber packen. Die Autobatterie, EMP-Zelle können wir mitnehmen. Handgranaten und sowas nehmen wir auch mit. So, von den Zusatzsachen hier. Den brauchen wir im Moment nicht. Der ist angelegt. So, der kann auch weg. Der kann weg. Schalldämpfer für Sturmgewehre. Da muss ich gleich im Eimer gucken. Das Möller PP-Magazin kann auch weg. So, Schalldämpfer für Sturmgewehre. Da müsste die ja auch mit zuzählen, ne? Mal gucken, Ergänzung. Schalldämpfer. Merklich die Schussgeräusche, Lauferweiterung, die auf alle Sturmgewehre passt. Achso, die ist da aber ja dran angelegt. Ne, komm, dann nehmen wir den Schalldämpfer auf jeden Fall. Gut, haben wir da auch schon mal ihren Schalldämpfer drauf. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, zur nächsten Folge, wieder. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.